Ja, so hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie man sieht, SSMW3. Das ist die zweite Folge der Reihe Let's Play Modern Warfare 3 Online All Weapons. Ich habe gespielt mit der zweiten Waffe in der Kategorie Sturmgewehre, die M16. Mein Aufsatz war Rohpunktvisier. Die Perks waren wie immer Plünderer Pro, Attentäter Pro und Ruhige Hand Pro. Die Abschussserien sind auch gleich geblieben. Auf der 5 die Predator, auf der 7 den Kampfhubschrauber und auf der 9 den Reaper. Vorerst weg. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich diese ganze Let's Play-Reihe noch ein bisschen schmackhafter für euch machen kann. Und zwar habe ich mir gedacht, ich mache vor jedem Abschluss einer Kategorie, also zum Beispiel jetzt dann bei Sturmgewehre, da wäre die letzte Waffe die FAD. Und dieses Commentary wird zu zweit gemacht und ich werde mir jedes Mal einen anderen Gast holen. Das heißt, ich werde mir sowohl als bei Sturmgewehre, bei MPs, bei leichte MGs, bei Scharfschützengewehre, bei Shotguns und bei dem Einsatzschild werde ich mir jeweils einmal einen anderen Gast holen. Einer steht schon fest. Zwei habe ich mir auch schon überlegt, habe ich noch nicht angefragt, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die es machen werden. Und das ist jetzt ein Aufruf an euch. Wer Bock hat, mit mir ein Duo-Commentary über MW3 zu machen, der schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht, sagt, ich habe Bock, mit dir ein MW3-Commentary zu machen. Voraussetzungen sind natürlich ein Headset oder ein Skype-Account. Beziehungsweise, wenn ihr mich kennt, dann könnt ihr natürlich auch zu mir kommen und bei mir dann das Duo-Commentary machen. Falls es ein Abonnent ist, der mich nicht persönlich kennt, der kann es natürlich dann über Skype machen. Und er sollte natürlich auch ein bisschen Ahnung über MW3 haben. Er muss jetzt nicht der Zocker sein, der pro Tag 5 Stunden MW3 spielt, aber er sollte auf alle Fälle schon mal MW3 gespielt haben. Ja, also so wird das Ganze sein. Das erste Special Duo Commentary in dieser Reihe kommt dann mit der FAD, also die letzte Folge in der Spalte der Sturmgewehre, wird dann wahrscheinlich mit einem sein, den ich mir schon vorgemerkt habe. Ich werde es euch natürlich nicht verraten, wer das ist, werdet ihr natürlich dann alle erfahren, wenn es soweit ist. Und jetzt will ich auch ein bisschen aufs Gameplay eingehen. Und zwar, es ist ja All Weapons und natürlich muss ich auch zu der Waffe ein bisschen was sagen, da ich ja mit der Waffe spiele. Also, ich finde die M16 eine sehr, sehr gute Dreischusswaffe. Wenn einer sagt, naja, die Typ 95 ist mir ein bisschen zu noobig, habe ich keinen Bock drauf. Eine gute Alternative ist wirklich die M16, weil die macht schon was her, die hat einen guten Schaden, schießt auch relativ schnell, also dafür, dass sie 3 Schuss ist und mit Rohpunkt, auch auf weite Distanz würde man ein paar Kills dann später sehen, ist die eigentlich sehr stark. Und also ich empfehle sie jedem, der Bock auf 3 Schusswaffen hat. Und ja, probiert sie einfach mal aus. Gut, der Score ist jetzt eigentlich recht gut. Ich habe ein bisschen defensiv gespielt, ganz ehrlich. Das ist das einzigste Gameplay, das ich geschafft habe mit der M16. Es ist natürlich sehr viel schwerer als mit einer SKL oder einer ACR. Und das habe ich dann auch gleich genommen. Heute ist Freitag, der 27.01. Ich werde das am Samstag, den 28. hochladen. Und dann werde ich mal schauen, wie ich mit der nächsten Waffe, der SKL, zurechtkomme. Habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Ich werde wahrscheinlich entweder mit Rotpunkt oder mit Schalldämpfer spielen. Und ja, ich habe es noch gar nicht angesprochen. Also gleicher Mode wie immer. Es ist Abschuss bestätigt. Dieses Mal auf der Map Resistance. Auf Resistance möchte ich auch noch ganz kurz eingehen. Also viele Freunde, mit denen ich in Xbox Live Partys bin und so weiter und so fort, sagen immer, oh, Resistance ist so scheiße, ist die schlechteste Map überhaupt. Also da bin ich komplett dagegen. Ich finde es wirklich, Resistance und Hardhead gehören eigentlich zurzeit zu meinen Lieblingsmaps. Muss ich ehrlich sagen, weil die machen gerade zurzeit richtig Bock. Und ja, jeder, der das Video sieht und es auch gut findet und mal Bock hat, mit uns MW3 zu spielen, mit dem Clan War,
alles eine nette Truppe, dann schreib mich einfach an oder edit mich gleich. Ich glaube, ich habe es schon gar mal in die Kanalkommentare geschrieben, wie mein Xbox Live Name ist. Ich schreibe es auch gerne nochmal unter das Video. Und hier sieht man nochmal die ganz klare Stärke auf weite Distanz. Er hat versucht, mich zu snipen, aber da schlägt die M16 eiskalt zu. Ja, also ich muss wirklich sagen, Resistance ist wirklich eine Map, wo man mit solchen Waffen auch eine gute Chance hat. Und man sieht's ja auch, ich bin defensiv vorgegangen. Ich habe jetzt schon 2 Tage Spielzeit. Bin für alle, die es wissen wollen, Level 80. Hab so ziemlich alle Perks auf Pro. Eigentlich für alle Waffen auch so ziemlich fast alle Extras freigeschalten. Ich habe jetzt etwa 2 Tage Spielzeit, gehe nicht ins Prestige, bin also daher Level 80, mache hier einen Doppelabschuss mit der Predator und krieg den Kampfhubschrauber. Aber zurück, ja, bin Level 80 und ich werde auch nicht ins Prestige gehen, wie schon gesagt, weil ich das bei Black Ops nicht getan habe und das bei Modern Warfare 3 eigentlich vorhatte, mach's aber trotzdem nicht. Erstens, weil es 80 Level sind und zweitens, weil es mir einfach so viel besser gefällt mit den ganzen Waffen und alle Extras. Und hier habe ich meinen Reaper erreicht, ziehe mich natürlich dann gleich zurück und setze ihn natürlich auch ein. Gut, das letzte Video gab es ja auf Hardhead. Da hat es mit dem Reaper natürlich besser funktioniert, muss ich hier sagen. Hier hat es nicht so gut funktioniert, da man bei Resistance eigentlich ziemlich gut in den Häusern drin sein kann und sich gegen Reaper schützen kann. Und hier hat irgendeiner EMP eingesetzt. Und dann war dann Reaper natürlich futsch, leider keinen Kill mit dem Reaper gemacht. Und daher konnte ich meinen Score auch nicht weiter aufbessern. Aber zurück zum M16. Also ich habe mit mehreren Aufsätzen schon gespielt. Ich hatte sie zum Beispiel mal dabei mit Schalldämpfer. Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Das Visier finde ich auch, das Standard-Visier, also das Iron Sight, finde ich wirklich auch nicht schlecht. Aber ich muss sagen, da gefällt es mir mit Rohpunkt schon deutlich besser. Dann hatte ich dabei Schnellfeuer. Kennen alle, die mit Typ 95 spielen. Schießt angeblich schneller. Ist auch so. Aber bringt bei der M16 eigentlich nicht viel. Ich sag mal so, das wirklich das beste Perk für die, das ja der beste Aussatz für die M16 ist einfach das Rohpunktvisier, weil man einfach auf kurze Distanz mit ruhiger Hand einfach den einfach so weghauen kann, weil die wirklich sehr präzise ist und auf weite Distanz hat keiner eine Chance gegen diese Waffe. Also wirklich auf weite Distanz ist die eigentlich unschlagbar. Macht wirklich richtig Fun mit der zu spielen. Aber jetzt muss ich mich erstmal konzentrieren, mal das nächste Gameplay hinzubekommen mit der Skyle. Und wie gesagt, da das Video jetzt schon ziemlich am Ende ist, bin natürlich hier defensiv vorgegangen, wollte meinen Score auch behalten. Und ja, wie gesagt, der Aufruf an alle, meine Abonnenten, Freunde, Videoschauer, Xbox Live-Freunde, an alle, die meine Videos sehen. Also, 3 Plätze sind erstmal vorerst frei. Also meldet euch an, schreibt mir eine persönliche Nachricht. Ich hab Bock, mit dir ein Duo-Commentary zu machen. Einer steht fest und 2 sind vorgemerkt. Also schreibt einfach, wenn ihr Bock habt. Wir haben mit 65 zu 39 gewonnen. Hier ist die letzte Killcam. Leider nicht von mir. Mir hat das Game richtig Spaß gemacht mit der M16. Nächste Woche mit der Skyle und ich verabschiede mich in diesem Sinne mit einem 23 zu 3. Bis zum nächsten Mal. Ciao.